Ich muss Geld überweisen. Das kann ich mit einem Zahlschein machen oder mit Online-Banking. Aber wie funktioniert das genau? Bargeldlose Zahlungsformen wie Überweisung, Lastschrift oder Kartenzahlung mit Kredit- oder Bankomatkarte werden immer wichtiger. Und das nicht nur in Österreich. Grundsätzlich verfügen die einzelnen Banken über eigene Abwicklungssysteme, die über elektronische Leitungen miteinander verbunden sind. Die ÖNB sorgt dafür, dass hier alles reibungslos funktioniert. Außerdem überwacht sie den Zahlungsverkehr, so wie ein Schiedsrichter das bei einem Fußballspiel macht. Denn damit der Zahlungsverkehr problemlos läuft, ist die Einhaltung von Spielregeln wichtig. Das passiert alles, ohne dass die Bankkundinnen und Kunden etwas davon merken. Mit der Einführung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums, kurz SEPA, können heute Überweisungen schnell und günstig mittels internationaler Kontonummer IBAN durchgeführt werden. Für Überweisungen muss nur mehr jeweils die IBAN angegeben werden. Die Angabe des BIC fällt weg. Es gibt also für jedes Konto nur noch eine Nummer, die in Österreich verwendet werden kann. Ganz so wie beim Telefon. Da fällt mir ein, ich kann ja auch schon mit dem Handy zahlen. Ja, da gibt es sogar mehrere Möglichkeiten. Viele Banken haben verschiedene Apps, wo Zahlungen wie beim Online-Banking funktionieren. Vor allem für kleinere Beträge empfiehlt sich bei entsprechend ausgerüsteten Terminals das kontaktlose Bezahlen mittels NFC. NFC, also Near Field Communication, ist ein Übertragungsstandard zur kontaktlosen Kommunikation zwischen elektronischen Geräten über kurze Strecken. Einfach ans Zahlungsterminal halten und der Betrag wird abgebucht. Eine neue Service-App mit der Bezeichnung TIPS ermöglicht es Kundinnen und Kunden von teilnehmenden Banken, Überweisungen innerhalb weniger Sekunden durchzuführen, so dass der Empfänger bzw. die Empfängerin über den Betrag umgehend verfügen kann und es nicht, wie bei Überweisungen, bis zu einem Bankgeschäftstag dauern kann. Mit Online-Banking, Bankomatkarte, Kreditkarte und so weiter kommunizierst du vereinfacht gesagt mit einem elektronischen Werkzeug mit deiner Bank und erlaubst Zahlungsvorgänge, also bezahlen oder überweisen. Damit ersparst du dir den Weg zur Bank und musst deinen Auftrag nicht persönlich erteilen. Und da es dabei um Geld geht, ist auch hier Stabilität und Sicherheit das Wichtigste, um ein reibungsloses Funktionieren des Zahlungsverkehrs zu gewährleisten.